Hier ein einfaches Beispiel zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht kein Zeichen, also denken wir uns das Pluszeichen. Und somit können wir diese Klammern einfach fallen lassen. Das ergibt dann 3x² minus 7. Vor diesen Klammern steht das Minuszeichen, also lassen wir dieses Minuszeichen mitsamt den Klammern fallen, indem wir innerhalb der Klammern alle Vorzeichen ändern. Somit ergibt das also plus 10 plus 2x². Es bleibt also noch dieses zu berechnen. Wir sehen hier zwei x²-Termen und zwei einfache Zahlen ohne Buchstabe. Somit können wir also diese x²-Termen addieren. 3x² plus 2x², das macht 5x². Und diese Termen ebenfalls addieren, so haben wir minus 7 plus 10, das heißt plus 3. Die Endantwort ist also 5x² plus 3. Und fertig.